Hallo bei Ark. Ich habe euch ja gesagt, es geht weiter, wenn wir dann Angelfisch sehen. Wir hatten auch gerade einen und eine Moser und fünf Haie und sonst was. Und einen Angler habe ich aber leben lassen. Wir müssten ihn jetzt nur noch finden. Und genau das ist das Problem. Ich finde normalerweise diese Anglerfische nicht wieder. Wir könnten jetzt einmal ganz nach oben schauen, aber da ist er wahrscheinlich auch nicht. Also die greifen einen ja an zuerst und dann sind sie irgendwie plötzlich weg. Wo sind wir? Ja. Doch ein Stückchen weg von Kujas Basis. Mal, ob wir den finden. Was ist das da vorne? Ein Delfin. Ja, tschüss, Delfin. Ich, die meinte ich. Wir suchen den Anglerfisch. Das da ist noch ein Hai. Na komm, dreh dich um und komm her. Hierher, du Hai. Ja, komm. Put, 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 put. Ah, das sind, nee, nur Delfine. Vier Delfine. Also, okay. Waren wohl sogar fünf Delfine. Sechs. Waren es jetzt alle oder kommen da noch mehr? Schlimm hier. Doch kein Delfin auf dem Lager. Außerdem hätte ich nicht einmal das Dodo-Kibbel mit. So. Wir suchen immer noch diesen Anglerfisch. Und ich habe schon gesagt, irgendwas verhindert wohl. Ah, noch ein Delfin. Dass wir die Angler finden. Wie gesagt, einmal sehen ja. Dann ist irgendwas. Und schon sind sie weg und du siehst sie nicht mehr wieder. Noch mehr Delfine. Sag mal, was ist denn da halt los? Im Prinzip würde ich die ja gerne leben lassen, aber das Problem ist, die blockieren meine Nässe dann so, dass ich nicht mehr weiter schwimmen kann. Weil sie sich richtig reinbacken in sie. Und das brauche ich dann auch nicht. Kein Anglerfisch. Komisch, komisch. Irgendwo müssen die doch sein. Oder? Da oben sind wieder Haie. Und die können wir wegmachen. Also da diesen Hai, den können wir wegmachen. Oh, Level 40. Die Haie, den Hai da drüben können wir wegmachen. Level 72 war trotzdem lecker. Da vorne, was haben wir da? Einen Delfin. Also einen Ichthy. Achso, toten Ichthy. Schön. Oh, sorry, das Gacker im Hintergrund, das ist mein Sohn. Da ist er noch. Und er lebt sogar noch. Da. Er folgt uns. Oh, einer habe ich gesagt. Wie viele haben wir da jetzt? Ja, wo kommt's denn ihr denn auf einmal alle her? Ja. Einer hätte mal gereicht. Da kommen gleich drei.
zwei dunkle. Ein roter, den roten, den finde ich cool. Ja, die halten jetzt meine Nessie fest, oder was? Nur drei ist halt doof. Ich wollte einen haben. Was ist, wenn man... Ah. Da haben wir wieder so eine Unterwasserhöhle. Da haben wir das Ende der Welt. Kommen wir in die Höhle mit dem Essi rein? Wahrscheinlich nicht, oder? Ups. Nein. Nee, die ist zu klein. Das heißt, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir stellen die Nessie hier ab. Problem ist, Nessie ist auf Passiv. Wir selbst nehmen nochmal die Betäubungspfeile auch in die zweite. Ja, wir stellen sie ab, aber wir haben sie voll. Das ist wieder mal sehr geschickt. Wir stellen die Nessie hier her. Sagen Unfollow. Und suchen jetzt nochmal die Angler. Und können uns darunter. Schauen wir mal kurz. Hier können wir uns wunderbar in Sicherheit bringen. Und von da können wir auch wunderbar auf den Angler dann schießen. Das klingt nach einem Plan. Jetzt müssen wir nur noch die Anglerfische von vorher wiederfinden. Sag jetzt nicht, die sind schon wieder weg. Hey Leute, das waren drei Fische. Oh, da ist er ja. Komm mit. Wo ist er? Wo ist er denn jetzt schon wieder? Gibt's ja nicht. Bin ich jetzt blind? Richtet der, wenn ich ihn anschieße, oder was? Doch dann müsste ich ihn doch irgendwo sehen, verdammt nochmal. So. Was macht er? Er folgt mir. Problem ist nur, in die Richtung bin ich zu langsam. Ach, er dreht dann plötzlich wieder um. Warum auch immer. Mag der nur in einem gewissen Kreis schwimmen. Jetzt kommt er wieder. Und da dreht er wieder um. Okay. Jetzt dreht er wahrscheinlich gleich wieder um. Ja. Weg da. Weg da. Ich habe ja mit der Rüstung, die ich anhabe, nicht gerade gute Rüstung. So. So. Was macht der?
Ah, jetzt umdrehen. Er liegt tatsächlich, er hat 1900 Torpor. Schnell zur Nessie. So, da ist der Felsen, das heißt, die Nessie ist da. Das ist aber nicht meiner. Ich habe ein kleines Problem. Wo ist die Hülle? Ja, man sollte sich nicht so weit von seinen Tieren entfernen. Und wenn der Please wieder hinten ist, ja kein Problem. Ich bräuchte nur hoch genug kommen. Problem eher. So, da haben wir die Höhle. Und da könnte man es kurz. Wollen wir auch kurz. Da. Und da werden wir kurz Regeneration aufladen. Haben wir es wieder und dann wieder raus. F1 für Nessie. Also bei mir F1, weil ich die auf den Tasten liegen habe. So, die hört gar nicht. Jetzt hat sie mich. So, hier kommen Nessie. Rauf da. Und jetzt rüber zum Angler. Da ist ein Hai. So, und jetzt darüber, da müsste er liegen. Jawohl, da liegt er noch. Raus, raus, raus. Und davon, ja. Ja, es geht sogar. Er verliert recht langsam Torpor. Da, Remote, 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 Remote. Wie viel Hunger hat er? 1900 sollte also auch relativ schnell gehen. Sollte nicht allzu viel Kibbel brauchen. Ach du meine Güte, was habe ich denn alles drinnen? Kairuku brauche ich. Reinder. Lass es dir schmecken. Ah. Oh, nicht viel Leben hat er nicht mehr gehabt. Du stehst immer noch auf Passiv? Jawohl, wunderbar. So, und jetzt bin ich aber neugierig. Klickt da einer? So, komm, Remote Use. Und zufälligerweise auch noch genau der, wo ich mir dachte, der schaut cool aus. Die anderen beiden haben mir nicht gar nicht so gefallen. So. Nessie, da bleiben. Du bist ein fürchterlicher Wachhund, hast. Wie soll man mit dir? Da, hier bleibst du stehen, aber sicherheitshalber kriegst du jetzt von mir neutral. Bitte friss meinen Anglerfisch nicht, ja? Und hier mache ich auch was sicherheitshalber. Nehmen wir uns mal einen Teil wieder raus. Da, Remote, Remote. Es ist viel Kibbel. So. Dann machen wir das noch so, dass wir das in die Nässe geben. Einfach weil die mehr aushält als wir beide. Dann setzen wir uns auch noch kurz drauf und essen was. Yum, 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 yum. Und jetzt gehen wir gleich noch einen Angler suchen.
Gut, da warten wir drauf, dass er Hunger kriegt. Da. Und da waren insgesamt drei Anglerfische. Da, da ist nicht. Gehen wir mal ein bisschen nach oben. Auch nicht. Waren die vielleicht eher da drüben? Meine erschienen sind sie im Dreierpack. Das heißt, sie sind relativ nah zusammen gewesen. Da haben wir keinen Angler. Na gut, dann wird's bei diesem einen Angler bleiben. Ich kann die andere jetzt nicht alleine lassen, weil wenn ich da meine Nessie weghole, wäre zwar vielleicht ich sicher, aber die Frage ist, finde ich dann den Angler noch einmal? Oh, ja, das ist schön. Das sollte reichen, was er drinnen hat. Wie schaut's aus mit der Betäubung? So. Schauen wir halt in der näheren Umgebung wenigstens. Vielleicht finden wir ja doch noch einen. Aber das Problem ist, wir könnten halt auch auf einem Hai oder Plesio oder Moser stoßen. Oder natürlich, wir gehen diese Höhle ausräumen. Die wollte ich euch ja eh schon mal zeigen. Ich meine, jetzt waren wir schon mal kurz drinnen. Da wollte ich neulich dann in dem einen Together mit Alai und Koya wollten wir auch in so eine Höhle. Also es gibt natürlich die Höhlen, wo man Artefakte holen kann. Aber es gibt hier unter Wasser auch noch so kleine Höhlen, in denen man einfach Benzin, Kristalle und Perlen findet. Die lohnen sich richtig, wenn man da vorbeischwimmt und einer unbedingt rein und mitnehmen. Das lohnt wirklich. So, da ist sie. Erkennen tut man sie immer an diesem blauen Schimmer, das da eine ist. Ihr seht es da vielleicht. Es schimmert so bläulich, diese Höhle. Und dann braucht man immer nur einen Eingang suchen. Da wäre er in dem Falle. Ich hab's vorher schon gesehen, ich bin vorher auf der anderen Seite dann rein. Ah, das, oh ja, das ist die gleiche Höhle, ja. Das heißt, diese Höhle hier hat sogar zwei Eingänge. So. Zum leichteren Einsammeln mache ich es immer so und damit wir schneller rennen, so. Oh, sogar wieder Mushroom, Kristalle. Kristalle. Die schaut sogar relativ groß aus. Die Perlen sammle ich extra ein, weil ich jetzt nicht dauernd die Waffe weglegen will und wieder anlegen will. Ja, ob ich die Kristalle überhaupt brauche, ich glaube zwar eher nicht, aber ist egal. Die nehme ich auch mit, wenn ich schon da bin. Ja, Sauerstoffgerät bräuchte man natürlich hier herinnen auch nicht. Das Öl gibt zwar meistens weniger, aber ich gehe auch eigentlich wegen der Perlen rein. In solchen Höhlen gibt es bis zu 40 Perlen. Mal 40, 50 habe ich schon mal geschafft. Mehr noch nicht, aber ist auch okay. Dafür, dass man hier drin eigentlich sicher ist. Man muss nur aufpassen, dass draußen seinem Dino nichts passiert.
Da, wo haben wir noch was? Da haben wir noch was. So, das lassen wir jetzt liegen. Brauche ich nicht. Die will ich haben. Die will ich haben. Dich will ich haben. Ich will ich haben. Deswegen bin ich eigentlich hier. Ach, weißt was? Kann ja doch nicht vorbeigehen. So, dich will ich auch haben. Dich auch. Dich auch. Dich auch. Ich auch. Ich auch. Und das war's. Bevor wir ins Wasser springen, natürlich wieder Schwimmflossen anziehen. Ja, schauen, dass man seine Ausdauer wieder regeneriert. Das Stein haue ich gerne raus. Das Stein. Wir hatten das wieder gesagt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Also, dann legen wir uns das an. Schauen noch auf unsere Ausdauer. Ist okay. Und dann gehen wir wieder raus. Natürlich sollte man dann nicht vergessen, in welche Richtung man raus muss und wohin. Könnte sonst ziemlich peinlich enden. Aber ich sehe unsere Nessie und ich sehe auch unseren Anglerfisch. Schaut schon nett aus, oder? Also. Echt. So, Torpor. Geben wir dir noch ein bisschen was drauf. Hunger hast du immer noch keinen gehabt. Okay. So, das geben wir alles in die Nessie. Die freut sich drüber. So, den Stein schmeißen wir raus. Den brauchen wir nicht. Dann können wir mal die Nessie aufräumen. Ach du meine Güte, was hat die alles eingesammelt? Hosen, Stonepicks, Stonepick. Braucht jemand Flare Gun Skins? Ich weiß schon immer wohin damit. Okay, damit dürfte man es hier mal so ein bisschen entmüllt haben. Oh Mann, der schaut doof rein. Moment, schaut sich das mal an. Ah, wenn das kein gutes Bild ist, ja, machen wir davon mal einen Screenshot. Ah, finde ich gut. Dreihundert, wie viel Hunger hat er denn? Oh, der hat gerade erst gefressen. Okay, ja. Ach so, ja, UI einschalten könnte helfen. Ansonsten wird es ein bisschen schwierig mit den Einstellungen herzeigen. Ja, man kann ja nicht an alles denken. So, jetzt springt's da hoch. Torpor geht hoch. Wir müssen warten. Ich nehme an, zwei Kibbel noch oder drei. Schaut doch süß aus, die Hand. Oder das Ding da vorne, oder? Was auch immer das. Ups, genau ist. So. So zwischendurch kann man unsere Nessie mal heilen. Nur für den Fall, dass da noch andere Tiere kommen. Die Arme ist unten auf 7000 Leben gewesen. Fleisch ist jetzt nicht wirklich unser Problem. Ja, auf dem Land könnten wir jetzt Bäume fällen, wir könnten Steine sammeln, wir könnten Pfeiffer sammeln und unter Wasser können wir warten. Ja, sie kriegt nur drei Level, aber gut, sie ist auch relativ klein. Verliert aber schon wieder schnell Körper. Ja. Ja, unter Wasser, gut, da könnte man Kristalle sammeln, man könnte Perlen sammeln, man könnte
Öl sammeln. Aber irgendwie ist da in unserer Gegend schon nicht mehr viel, was ich noch irgendwie einsammeln könnte. Oder? Nö, da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Ups. Das war eine schöne Rücksetzung. In so einem Fall nicht die Orientierung zu verlieren, das ist ja Kunst. Oben kommt was. Ach Mann, das ist nur ein Delfin. Doch nichts Interessantes. So, was machst du? Du willst bald wieder fressen? Fish cooked me to tame. Level 48. Naja, ich weiß nicht. Naja. Ich habe kein Dodo-Kibbel mit. Ich habe kein Dodo-Kibbel mit, du kannst weggehen. Hopp, weg da. Oh Mann. Ich habe wirklich keins. Nein, wirklich nicht. Da gibt jetzt so lange keine Ruhe, bis ich es ihm gebe. Immer diese anhänglichen Fische. Ja, komm mit. Hier, komm lang. Er spricht aber gar nichts. Außer, dass du es nicht überlebst. Level 8. So, ist der zweite jetzt so gescheit, dass er sich absetzt? Nee. Da rennt immer noch hinter uns her. Oh Mann, ja, es gibt Tiere, die wollen nicht überleben. So, Nessie muss sich unbedingt wegdrehen von dem Anglerfisch. Die hat einen zu weiten Radius, den die angreift. Und daher habe ich da gerne einen gewissen Sicherheitsabstand. Ja, was können wir sonst noch da unten machen? Außer warten. Nix. Wir können unsere Nessie anschauen. Jetzt ja, da vorne schwimmt die Nessie. Level 130 mittlerweile. Der Delfin ist immer noch bei ihr. Ja. Wir könnten natürlich hier auch so absuchen. Ob wir irgendwo noch so einen Anglerfisch sehen. Aber ich weiß nicht, ob wir den auf die Entfernung überhaupt sehen würden. Ah, da ist meiner. Da sieht ihr unseren Anglerfisch ganz nah, die Zähnchen. Also, ah, brauche ich nicht unbedingt. Hier drinnen die Kreten gleich im Hals. Da dieses Leuchtdings. Ja, und jetzt haben wir es bald. Ein Kibbel noch. Dann sollte er es sein.
Und damit sich heute keiner beschweren kann, dass ich immer sage, bis zur nächsten Folge, dann seht's, ob das Tier noch lebt, werde ich euch das Video jetzt so lange rennen lassen, bis der fertig oder tot ist. Beides dürfte nicht mehr allzu lange dauern. Von daher kann ich das ja sagen. Süß, da hat sich eine Trilobite hin verkrümmelt. Ja, die Folge, die ihr heute seht, die hätte eigentlich schon am Dienstag kommen sollen. Am Dienstag allerdings schiebe ich ja ein Together ein. Für Mittwoch habe ich was anderes und daher ist die Folge, die ihr jetzt seht, erst am Donnerstag dran. Dürfte euch aber eher auffallen. Ja, und da seht ihr, warum man immer noch einen Sauerstofftank mitnimmt. Genau das passiert, wenn man glaubt, man ist fast fertig. Wenn man dann keinen Ersatz mit hat, dann schaut man alt rein. Nö, du Kugelfisch. Also eigentlich schaust du ja so aus. 42 Hunger hat er schon. Dauert noch ein bisschen. Aber jetzt nicht mehr so lang. Leider ist es bei nur einem geblieben. Aber einer ist besser als gar keiner. Ja, insgesamt war das, glaube ich, jetzt schon der dritte Anlauf, mir so einen Angler zu holen. Aber bei dem, was ihr Montag seht, Montag, Dienstag, Montag, bei dem, was ihr Montag seht, wo ich sage, dass es die nächste Folge gibt, ja, das war in Wahrheit ja auch schon gestern. Also für mich gestern. Ich wurde von Mega-Piranhas gekillt. Also das erste Mal haben wir die Piranhas meine Rüstung zerlegt. Man darf ja nicht vergessen, diese Scuba-Rüstung, die hat einen Armor-Wert von 0. Die Flakteile, also allein die Handschuhe, haben 230. So, das heißt, wenn da irgendwas auf mich haut, dann ist diese Tauchausrüstung irrsinnig schnell kaputt. Ja, leider war die Nessie auf Passiv. Ich tot, mein Loot weg. Und ich gebe zu, nachdem ich dann endlich meine Nessie wieder hatte, hatte ich gar keinen Bock mehr, Teil 2 an dem Tag aufzunehmen. Und deswegen das Ganze erst heute. Wir sind dieses Mal auch in die andere Richtung geschwommen, also ich bin dieses Mal nicht zum Eisbiom, sondern an Kruja vorbei Richtung Bestieninsel und dann dort entlang. Das heißt, einmal auf der anderen Seite der Insel. So, jetzt hat er bald. Schalten wir mal hier irgendwie aus. Oh, schaut doch nett aus. Ja, da musste sich noch jemand erleichtern. Ah, da ist er, der Angler. Ja, durchlesen, lesen, durchlesen könnt ihr euch selber. Ich sag wieder ein Tier weniger. Ja, wie nennen wir dich dann? ja, gut, da muss er durch. Ja, du darfst ein Leuchtfisch sein. So, wir gehen jetzt. Na, ist der süß. Oh, ist der nicht niedlich? Ich meine, gut, zwischen seine Zähnchen möchte ich nicht kommen, aber er schaut doch süß aus.
glaube, so gefällt er mir noch besser als vorher. Oh, schaut doch nett aus. Und ich würde sagen, mit den Bildern wünsche ich euch einen schönen Nachmittag. Sagt tschüss, tschau, baba, bis morgen. Und ich bringe die zwei jetzt mal hoffentlich sicher nach Hause. Ah, 35 Minuten, das reicht für eine Folge. Da, rauf da. Wo ist er? Wo ist er? Wo, da ist er. Ja. Ui, wieder ein. Ich sag tschüss, tschau.